Und es geht mal wieder weiter zur Welt von Echo of Soul, heute mit PvP mit meiner Schützin. Darauf habe ich mich schon gefreut, muss ich sagen. Oh, Moment mal. Nein, verdammt. Ja, das ist das Problem, wenn man das Interface ausblendet, ist die Duo-Läuterung auch weg. Nämlich ein bisschen auf dem Schlachtfeld im Fernkampf. Ich habe eine Runde gemacht, immer zwei für die Daily. Eine mache ich vorher, eine dann im Video. Also nicht immer, aber ab und zu. Jetzt habe ich es eben so gemacht und muss sagen, erstens, ich will schneller reiten und zweitens, Fernkampf, zumindest mal zur Abwechslung, macht auf jeden Fall Spaß. So, vielleicht kann ich mir den Turm hier holen. Das ist irgendwie so genau meines, keine Ahnung, wie ich sagen soll, aber so nicht direkt im Gefecht, wo man sofort stirbt und alles ganz hektisch, sondern wo man sich aus der Entfernung die Gegner ein bisschen rauspicken kann, dann mal kurz wieder zurück. Um eine Ecke laufen, schauen, wer macht am meisten Schaden und so. Wer hat mich gerade im Fokus, dass man da auch mal verschwinden kann. So, und dann darf ich nur nicht vergessen, die Leute dementsprechend zu unterbrechen. Also ich bin jetzt nicht abgegangen wie keine Ahnung was, denn auch meine Steinchen, beziehungsweise mein Equipment im Allgemeinen, ist noch nicht so ideal. Aber, so, das wird noch eine knappe Angelegenheit, aber ging, mit der Hilfe von den anderen. Aber, irgendwie so, Fernkampf ist schon schön. Der läuft jetzt weg und ich kann, obwohl, Moment, da ist noch einer. Das wäre schön, wenn ich schneller laufen würde. Dich will ich haben, bitte, bitte, bitte. Warte, dich bekomme ich noch, denn du bist hängen geblieben. Das ist meiner. Und Double Kill. Schön. So kann es beginnen. So macht's Spaß. Wir liegen zwar gerade im Rückstand, also sieht wohl nicht so gut aus für unser Team, obwohl wir einer mehr sind. Das wird schon noch. Vielleicht nur eine schlechte Anfangsphase gehabt. Jetzt dürfen wir dann nur... Moment. Ich wollte sagen, wir dürfen nur nicht den Fehler machen. Hier, die können ja sowieso nicht in der Mitte spawnen. Vollkommener Quatsch, was ich hier labere. Aber ich hole mir mal... Zur Sicherheit, in der Basis die Heilung. Oh Mann, ich bin ja richtig langsam. Das kommt mir nicht nur so vor, das ist auch so. Also am Reizdiamant noch ein bisschen, ansonsten wäre das ideal hier. Gut, die kommen von da, genau. Ich kann in die Basis reinballern, ich kann aus der Basis rausballern. Das sind alles schöne Dinge, die ich mit dem Berserker gar nicht kenne. Und jetzt aber noch aufpassen, dass dies nicht geschieht. War knapp, aber ging noch. So, will nicht einer kommen, beziehungsweise, Moment, ich bin dumm. Ich bin sogar sehr dumm. Ist zwar ein bisschen noobig, aber egal. Kann man nutzen. So einfach immer da hinlaufen. Ich habe den Fernkampf, den muss ich. Ich muss so spielen, sorry, tut mir leid. Das ist eben der Fernkampf. Und diese Krits. Und was will er tun? Hätte er mich jetzt nicht unterbrochen. Kabums. So, Moment. So ist's fein. Genau, das wollte er erobern. Aber das lasse ich ja nicht zu. Ja, deshalb nerven die Dots, weil man dann vom Pferd runterfliegt. Oh, 3-1. Normalerweise ist es immer 1-3. Also mehr Assists als Kills. Okay, Moment. Worauf lasse ich mich hier jetzt ein? Ich habe so wenig Lebenspunkte, aber immerhin sind wir zu zweit. Sie hat mich noch im Ziel. Das kann sie gerne machen. So, jetzt wechselt sie, dann kann ich auch um die Ecke. Assist, aber gut. Vielleicht den Turm abstauben, Turm abstauben? Nö, ich bin zu langsam. Obwohl, du bist auch langsam. Das ist meiner. Vielleicht schaffe ich irgendwas Feines hier bei dem Gameplay. So, ich habe noch immer nicht ganz herausgefunden, inwiefern man einen Vorteil hat mit besseren B-Steinen. Weil sich ja alle irgendwie mit den Stats so anpassen und sowieso jeder fast gleich viele Lebenspunkte und so hat. Ich weiß nicht, ob das so stark dann ins Gewicht fällt. Ich würde gerne mal eine Schützin finden, die genauso in etwa auf meinem Level ist. Und dann die Steine vergleichen und dann ihre Stats vergleichen. Okay, Moment, hier kommen zwei. Das ist dumm. Und hier nur einer. Aber das das sollten die packen. Zur Sicherheit... Drehe ich aber trotzdem um, denn die haben bald dann auch schon den Spawnpunkt in der Mitte. Jo, das war's aber jetzt für die hier. Besonders der Skill gefällt mir, der Pfeilregen von oben. Der
wird, langsam aber doch, wird das mein Lieblingsskill im PvP. Okay, jetzt einfach nur noch Zeit schinden. Ah, das ist doof. Das habe ich noch nicht so ganz gesehen, beziehungsweise verstanden. Wenn ich nicht stehen bleibe, sondern dann direkt aus der Reichweite rausspringe, wird der Skill unterbrochen. Das ist dann natürlich nicht so gut. Aber ansonsten, Beschuss heißt er. Den Pfeilhagel, den mag ich. Der ist ziemlich genial. Das sieht man auch die meisten Schützinnen auf dem Schlachtfeld. Carsten hier im Dauerfeuer. Diesen Beschuss. Okay, wenn der nicht umdreht, dann hole ich mir das. Warum denn nicht? 4 Kills, 2 Assists, 3 Türme dann. Hört sich doch gut an, wenn mir das niemand hier versaut. Sorry, dass ich dich alleine gelassen habe. Oh Mann, immer die Buffs casten, vergesse ich immer. Man kann hier auch, genau, man kann schon vorcasten. Ich sehe da, der läuft mit dem Reittier durch, aber ist noch zu weit entfernt, um angreifen zu können. Einfach mal hinspammen, kostet nur 20 Fokus. Hier AOE direkt nochmal und nochmal. Es ist so schön und keiner interessiert sich für mich. Niemand springt zu mir hin oder so. Es ist ein Traum. Okay, jetzt. Wenn dann allerdings, das ist auch die Sache, wenn dann mal jemand da ist, dann bin ich schnell tot. Dann geht's echt sehr schnell. Ich mache mich mal unsichtbar. Mal schauen, ob das hilft. Oh, komm. Jawohl. Und direkt wieder aufheilen. Ja, ja, ja. Fernkampf ist, glaube ich, für mich im PvP. Kann man aber nicht wissen von Anfang an. Ist vielleicht auch nur jetzt am Anfang, weil hier noch neue Spieler sind. Ich muss mal das Level so... Oh, ganz oben. Einer 56, da hat sicher schon ein bisschen mehr am Kasten. Aber wer direkt neu ist, ich habe ja schon einen Charakter und ich bin zwar nicht gut... Oh, die haben alle Türme. Ich bin zwar nicht gut, aber ich kenne zumindest schon ein paar Skills von den Gegnern auch und so. Das war gerade fies. Das könnte noch echt ein knappes Ding werden, aber gut, dass keiner den Spawn in der Mitte hat. Dadurch kann man ein bisschen besser abschätzen, so, wo muss man hinlaufen? Wo werden die Gegner jetzt nicht sein? So, soll ich hier bleiben? Da ist auch nur einer. Verlockendes Angebot. Der läuft sogar weg, der geht sich vielleicht aufheilen. Würde ich das schaffen? Wenn ich ein bisschen schneller wäre, nur ganz wenig. So, oder holt sich da die Quest? Jetzt kommt einer. Das. Nein, der ist langsam. Komm schon, Zähne durch, Augen zu und durch. Ja, hab ich. Ja, ich hab. Oh, schön. Leider habe ich den Buff nicht. Weil den bräuchte ich. Da kommt ein zweiter. Ah, leider niemand da, der mir helfen könnte. Mann. Was mache ich da jetzt? Kann man das packen? Soll ich's? Wenn ich den roten Buff hätte. Das wäre mein Traum. Wollt ihr die gerade? Jetzt habe ich den Buff. Jetzt habe ich den Buff. Komm, bitte, gönn mir ein paar Crits. Gönn mir bitte ein paar Crits. Das wäre doch zu schön, um wahr zu sein. Oh, nein, der hat noch 300 oder die. Aber 2 versus 1. 2 versus 1. Ich will jetzt mal jemanden inspekten. So, Ausrüstung ansehen. Auch plus 7, plus 6 und so. Aber ich habe eben keine Ahnung, wie sich das dann rechnet mit diesem Buff, der das Equipment anpasst. Wo ist hier eine Schützin? Ich würde so gerne sehen, wie viel Leben die anderen haben. Aber egal. So, wie steht's? 3-2 steht es. Hier geht alles ab. Oben ist niemand. Ich stürze mich einfach mal in die Masse. Ich will ein bisschen fighten. Lasst mich auch mal. Ich bin zum ersten Mal eine Schützin. Ich will ja nur spielen. Ich will nur ein bisschen spielen. Assists abstauben. Und so. Oh, nicht genügend Fokus. Daran muss ich mich auch erst gewöhnen. Das ging mit der Wut ein bisschen besser. Nein, von oben kommen 2. Moment mal. Leute. Nein, ich bin so langsam. Hier aufpassen. Verdammt, packe ich das noch? Wenn mich der in Ruhe lassen würde. Ja, das würde ich noch packen. Komm. Ah, bitte. Jawohl. Keine Ahnung, warum der andere dem nicht geholfen hat. Aber mir soll es vollkommen egal sein, um ehrlich zu... Wow. Ich mach die Wände. Ich mach die Biege. Wenn ich könnte. Schnell weg da. Dumm die dumm.
Dum, dum, di, dum. Jetzt weiß ich, wie sich die Schützinnen fühlen, wenn so ein nerviger Krieger die ganze Zeit an der Backe klebt. Aber das passt schon so. Das passt schon so. Aus der Entfernung passt's. Und ich kenne es ja selbst. Wenn ich mal dran bin, an der Schützin, dann ist sie relativ schnell tot. Aber das Problem ist, da kommt man eben nicht ran. So, wie sieht's hier aus? Wer ist in der Überzahl? Wie viele sind die? Vielleicht spamme ich den auch zu häufig, den Skill. Keine Ahnung, aber der ist am einfachsten irgendwie. Und trifft am meisten Leute. Buff wieder angeworfen. Den roten. Aktuell noch. Oh, hier sind schon wieder so viele. Diese Zahlen. Wow, Moment. Aber irgendjemand hat mich gerade im Ziel. Das will ich natürlich nicht. Gehört das uns, oder? Ja, denkst du, ich sehe dich nicht? Na, 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 na. Nur weil du 1337 Lead bist, hat das noch nichts zu bedeuten, mein Lieber. Das hat noch gar nichts zu bedeuten. Ich muss Taste 2 häufiger spammen, denn dadurch baue ich meinen Fokus auf. Das gibt mir immer 10... Oh, Moment, jetzt hat mich hier jemand... Nein! Oh, das war der Sniper-Shot. Den hätte ich unterbrechen müssen. Das war ein fetter Crit. Das sieht man zwar... Aber wenn man es nicht packt zu unterbrechen, SSKM. Selbstschuld und dementsprechend auch kein Mitleid. Schade, hier bin ich jetzt... Oh, oh, das war nur Glück am Anfang. 13-20 hatte jetzt jemand. 4 Kills leider erst. Hat sich doch wieder ein wenig gewendet, aber ich fühle mich auf jeden Fall... Wie soll ich sagen? Ein bisschen sicherer schon hier. Auch wenn mir noch einige Skills... 666, das ist ein Zeichen. Auch wenn mir noch einige Skills fehlen, die eine Schützin erst so richtig zur Schützin machen. Oh yeah, das war meiner. Wäre fast sogar ein Double gewesen. Hätte ich schneller gepackt. So, jetzt flüchtet aber mal. Nein, die haben das erobert, obwohl wir ja auch hier waren. Moment, das hole ich mir dann vielleicht. Oder auch nicht. Denn da ist schon jemand. Oh Mann, das wird bis zum bitteren Ende spannend. Das wird echt... Wie viele laufen da jetzt drauf? Hier sind 2, das können sie ruhig holen. Okay, aber ich will nicht, dass sie das 2. auch noch bekommen. Nö, hier sind schon genügend. Dann laufe ich rüber. Ich mit dem langsamsten Mount. Was habe ich hier für einen Buff? Hüterstein, sehr schön. Von einem Hüter irgendwas bekommen. Von einer Hüterin, sorry. Gibt ja keine männlichen Hüter. So, jetzt hoffe ich, dass die angeschlagen sind. Nein, der ist voll. Und ein dritter, ein vierter kommt auch noch. Hm, ich will nur Zeit rausholen. Deshalb mache ich... Okay. Nein! Nein! Ja, schade. Es war mir klar, dass da niemand kommt und ich sterben werde, aber... Was will man denn machen? Die anderen... Ach, der Drake ist da. Sorry. Drake ist da und rappt ein bisschen. Das habe ich nicht gesehen. Nein, Lebensbrunnen war aktiv. Damn. Habe ich auch nicht gesehen. So, eventuell, ja. Eventuell, wenn die es nicht sieht. 46er, die ist schon ein bisschen kampfsicherer. Genau, die hat, das ist auch, dürfte eine Schützin sein. Hat genauso viele Lebenspunkte wie ich. Also fast irgendwie 13 weniger, warum auch immer. Oh, schöne Crits. Unterbrechen, unterbrechen, das ist der Sniper-Shot. Das war in letzter Sekunde. Und das war ein fetter Crit. Das war ein schöner Crit von mir, gefällt mir. Es geht voran. Zipuken! Bleib hier, Zipuken! Komm doch! 3-2. Und das gegen Ende hin ist nie verkehrt. Oh, 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 wir sind hier am Verlieren von der Basis. Das habe ich nicht gesehen. Sorry, sorry, sorry. Aber ich denke, ich hoffe zumindest, es ist auch mal interessant, das Gameplay, die PvP-Gameplays aus einer anderen Sicht hier zu haben. Für mich ist es definitiv eine schöne Abwechslung. Muss ich ehrlich sagen... Oh, dieser Schaden. Ich brauche Fokus. Muss ich ehrlich zugeben. Besonders, ich habe noch nicht viel Erfahrung und trotzdem kommen die Kills hier mit der Schützin. Das war leider nur ein Assist. Hätte aber auch einer werden können. Jetzt begebe ich mich mal eher Richtung 7500. Kills werden nicht mehr gezählt, genau. Punkte sind mir sowieso egal. Ich will, dass wir gewinnen.
dass ich mehr XP abstauben kann. Um schneller zu leveln. Yeah, sauber abgestaubt hier. Moment, aber jetzt bin ich bald tot demnächst, oder? Wie sieht's aus hier? Verdammt, das mache ich manchmal noch, wenn es rot ist und ich zu weit weg bin. Aber das ist so ein Fingerspitzengefühl. Wenn man das gut macht. Okay, wenn der dann ranspringt, ist das natürlich... Gehört der jetzt uns? Nein, der gehört gar nicht uns. Ich versuch's mal, hinzulaufen zumindest. Weil die machen den Rückzug. Und schon langsam wird's eng von der Zeit her. 2-3 steht's schon wieder. Die holen den da oben. Und dann noch den, weil niemand dort ist. Warum sind alle hier gerade? Und ich habe den Buff schon wieder nicht eingeworfen. Wenn ich jetzt drauf laufe, bin ich wieder alleine gegen die zwei. Was mache ich dann? Egal, ich muss es trotzdem tun. Ich gönne mir schnell den roten Buff. Nur wegen Runspeed. Hol mir das. Green Hill. Gönn die AFK. Muss nicht mitzocken. Das ist in Ordnung. Suppe essen bei Oma. So, die wartet nämlich. Nein. Es ging schnell. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber der andere ist weggelaufen. Unterbrechen. Boah, das war auch in letzter Sekunde. Das war wieder mal der Sniper-Shot. Wenn der trifft, ich erinnere mich, mit dem Berserker verliere ich dann so in etwa 50% von den Lebenspunkten. So, jetzt aber schnell erobern hier. Zum Glück hat der andere den im Stich gelassen. Oder ich weiß nicht, hatte da auch was zu tun? Habe ich nicht so gesehen. Schade, wenn der Unterschied nicht so groß wäre zwischen Gewinnen und Verlieren an Veteranenmarken und XP, dann wäre es mir nicht so dringend hier, aber... Hier, der Unterschied ist eben groß. Ist der schon tot? Denke, soll ich's... Egal, ich kämpfe mal mit. Ich war am Überlegen, soll ich den Turm erobern oder hier direkt angreifen. So, unsichtbar, aber es sieht mich ja natürlich leider trotzdem. Ja, einmal im Nahkampf ist es vorbei. Da habe ich noch keine Lösung irgendwie. Ich kann mit dem Skill unterbrechen. Mit dem kann ich 3 Meter zurückwerfen und ich kann zurückspringen. Das war es momentan. Ich hoffe, da kommt später noch irgend so ein kleiner Flüchten-Skill, wie ich irgendwie schnell entkommen kann. Mehr Runspeed oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die Schützinnen da so haben. Kann mich gerade spontan nicht dran erinnern. Aber ansonsten bin ich echt zufrieden, muss ich sagen. So für das eine oder andere Ründchen zwischendurch. Jo, das stößt ihn mal zurück. Aber die Cooldown, die reicht leider nicht, dass ich ihn jetzt direkt nochmal damit treffen könnte. Oh, Unterstützung vom Magier. Das ist natürlich ideal. Jawohl. Warum? Das verstehe ich teilweise noch nicht. Das ist seit einem Update irgendwo. Oder seit der Schützin. Mit dem Berserk hatte ich das nie. Der Gegner ist tot. Aber ich kann trotzdem nicht direkt aufsatteln. Obwohl ich ja nicht mehr im Kampf sein sollte. Unterbrechen, unterbrechen, unterbrechen. Okay, kann man das nicht unterbrechen? Die killt mich gleich, wenn es so weitergeht. Dankeschön für die Hilfe. Oh, 4-1. Kommt jetzt die große Wende. Kommt jetzt die große Wende. Jetzt nur nichts falsch machen. Wo soll ich hinlaufen? Okay. 3-2. Nö. GG, das war's. Haben sie aber gut gemacht. Die waren einfach überlegen. Muss man sagen. Taktisch auch. Ich kann diesen Knopf nie anklicken. Das ist unfassbar. Waren taktisch überlegen. Wir waren immer alle hier unten. Und oben konnten die machen, was sie wollen. Ich will nochmal fette Schadenszahlen hier sehen. Das ist heftig. Sehr schön. Gut, aber 12-18. Sowas hatte ich in meinen ersten PvP-Runden mit dem Bersi definitiv nicht. Und der Unterschied hier. 147, ich habe 32. Gut, das ist MVP, aber trotzdem 2 abgeschlossene Quests. Bam, badam. Nummer 1 und Nummer 2. Das ist fein. Das war PvP mit der Schützin in Echo of Soul. Macht Spaß, wird ab und zu so als Abwechslung dazwischen mal immer wieder reinkommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter.